Peace, Freunde, und willkommen zu einem neuen Video hier auf dem Focus Clan Channel von mir, dem Stylo. Und heute habe ich mir gedacht, komm, auf dem Focus Clan Channel haben wir es noch nicht gemacht, die Icon SBC. Und zwar werde ich insgesamt 10 Packs öffnen auf meinem Main WM Account und mal gucken, was wir gemeinsam ziehen. So, also ich habe schon die Icon SBC 6-mal abgeschlossen, ich werde sie noch 4-mal machen danach. Damit wir insgesamt auf 10 Packs kommen, öffnen wir schon mal das erste Pack. Es ist meine erste Icon SBC auf meinem Main Account und es ist Englands Gary Lineker. Nimm ich mit. Der hat sehr gute Werte, sehr solide Werte. Werde ich auf jeden Fall mal das eine oder andere Mal testen. Packen wir in den Verein. Come on. Mal gucken, was wir noch kriegen. Zweiter Icon. Auf geht's. Portugal ZM Deco. Portugal. Erstmal werde ich hier gehypt, aber dann fällt einem auf, bei Portugal kann es ja eigentlich keine richtig krasse Ikone sein. Entweder Deco oder Rui Costa, komm, direkt das dritte Pack. Wir fackeln da nicht lange, wir machen die Packs zack, zack, zack auf. Argentinien, Maradona. Maradona nehmen wir mit. Das ist nice, 97er Rating. Und das ist schon mal ein Huge Pull, aber wir machen direkt weiter, Freunde, denn wir müssen die SBC noch 4-mal abschließen. Und das hier ist das vierte Pack. Come on! Portugal, Deco, Duplikat, skippen wir weg. Mit dem werde ich auf jeden Fall gleich die SBC nochmal abschließen. Ab in den Duplikatenstapel. Und fünftes Pack. Komm mal, bitte kein Duplikat. Gib mir Thierry Henry oder ein Brasilianer. Deutschland, Stürmer Klose, unsere deutsche Ikone. Leider aber nur ein 87er Rating, deswegen ist er nicht so wirklich krass, ne? Kommen wir zum sechsten Pack und das ist Okocha. Okocha hatte ich in der Starter SBC. Dementsprechend skippe ich das weg. Ist auch ein Duplikat. Können wir auch wieder die eigene SBC mit abschließen. So, ich habe schnell die zwei SBCs gemacht mit den zwei Duplikaten. Und das ist Icon Pack Nummer 7. Come on, gib mir jetzt die brasilianische Flagge. Da ist sie, die brasilianische Flagge. ZOM, Ronaldinho oder Pelé? Pelé! 98er. Das ist der höchstbewertete. Finde ich cool, dass ich den schon innerhalb der ersten 7 Icon SBCs gezogen habe. Nice! Pelé nehme ich mit. Den wollte ich unbedingt haben, weil ich will den unbedingt spielen in diesem Modus. Denn was ich von ihm gesehen habe bei anderen ist phänomenal. Kommen wir zum 8. Pack und danach mache ich die SBC noch 2-mal. Wer ist es? Komm, gib mir nochmal die brasilianische Flagge oder Frankreich. Japan, an der Karte, okay. Okay, okay, okay. Zwischendurch muss er auch sein. Haben wir noch nicht. Sammeln wir. Packen wir direkt im Verein. Skippen. Komm, ab in den Verein mit dir in der Karte. Und dann mache ich die nochmal 2-mal. So, und die letzten beiden Icon-Sets sind am Start. Zwischendurch habe ich noch ein paar Spiele gemacht. Einfach zur Abwechslung. Ich hatte genug von den Packs. Und jetzt kommen wir zu den letzten beiden Packs. Uns fehlen noch einige Kracher wie Ronaldinho, wie Ronaldo, Thierry Henry, Blanc, Lothar Matthäus, auf geht's jetzt. Auf geht's. Yashin zum Beispiel habe ich auch nicht. Und es ist Brasilien, ZOM. Ronaldinho, nice. Freunde, wir haben jetzt innerhalb von 9 Packs Maradona, Ronaldinho und Pelé gezogen. Das ist schon mega, mega geil. Sehr geil. Ronaldinho ist einer meiner absoluten Lieblingsspieler in FIFA 18. Wer mich kennt, weiß das. Und dementsprechend freue ich mich über Ronaldinho mega. Komm ab in meinen Verein, Boy. Und jetzt Pack Nummer 10. Wer ist die 10. Icon? Ist es ein Duplikat? Ich würde sagen, wenn es ein Duplikat ist, mache ich noch einen, okay? Wenn es ein Duplikat ist, mache ich noch ein Pack für dieses Video. Und das ist ein Duplikat. Dann schließe ich die SBC schnell nochmal ab und wir machen die SBC eben nochmal. So, eben schnell Nakata in die SBC gesetzt. Das ist aber jetzt das letzte Set in diesem Video, Freunde. Und wir machen es auf. Komm mal, gib mir einen, den ich noch nicht habe. England, ZTV, Moore, den habe ich noch nicht. Nehmen wir mit für die Sammlung. Sehr, sehr nice. Wir haben
wirklich ein paar krasse Ikonen gezogen in diesen 11 SBCs. Wir haben Pelé, Maradona, Ronaldinho gezogen. Das sind so die heftigsten von denen gewesen. Aber ich bin eigentlich zufrieden mit dem Resultat. Und schreibt mir gerne mal in die Kommentare, während ich hier nur noch in dem Verein packe, was ihr so gezogen habt aus dieser SBC, wie oft ihr die SBC gemacht habt. Und dann bin ich raus. Lasst dem Video gerne einen Daumen hoch da. Abonniert den Focus Clan Channel. Peace out und ciao.